Das wusste ich. Konstruktivismus interessiert dich und natürlich Kopernikus. Also ich komme gleich, ich lese Ernst-Peter Fischer einen Abschnitt hier aus Die andere Bildung. Aber hey, Batsche, Kaffee. ja, das freut mich. Ja, das sind jetzt wirklich zwei tolle Texte, die ich da gefunden habe. Ich habe die in meinem Blog, Dissentis, ich habe es unten im Video verlinkt. Ich muss wegrennen, ich kann jetzt nicht mehr. Lars Gertenbach bin ich im Moment am Lesen zu Konstruktivismus. Und dort bin ich ganz früh dann eben auf diese Assoziation gekommen, auf Ernst-Peter Fischer. Und danach lese ich noch Karafilidis, soziale Formen. Also das ist alles unter diesem Stichwort Soziolog. Wie? Also gut, jetzt aber schnell. Diese Passage, Ernst-Peter Fischer, ein bisschen verstaubt. Ernst-Peter Fischer, habe ich in Konstanz kennengelernt. Ich habe für ihn dann mal einen ersten Entwurf gemacht für einen Masterlehrgang in Wissenschaftsjournalismus. Das haben wir dann nicht weiter vertieft, weil er ja immer sehr beschäftigt und sehr erfolgreich und anders wie unterwegs war. Aber das waren viele tolle Meetings, die wir da hatten, wie er mir da einmal anhand einer Pizza, die wir uns zugeschickt haben lassen. Hatte mir anhand der Pizza die Welt erklärt und Hallihall. Also viele ganz, ganz große Erinnerungen an Ernst-Peter Fischer. Die andere Bildung hat er, weiß auch nicht wann geschrieben, aber ich möchte jetzt ich möchte bei Kapitel 3 einsteigen. Gekommen ist das Buch 2001. Hier hat er gar keine Widmung drin. Komisch. Also gut. Und wenn ich mich richtig erinnere, war das eigentlich seine Reaktion auf Schwanitz, die Bildung, alles, was man wissen muss, wo er sich sehr geärgert hat. So dieses Lexikonwissen. Mein Gott, ja, heute haben wir Wikipedia dafür. Damals hatten wir das noch nicht. Und Lars Gertenbach zeigt, wie die Idee von Konstruktivismus allerspätestens bei Immanuel Kant klar wird, weil natürlich die Feststellung kommt, was ich da draußen von dieser Welt wahrnehme, muss ja von mir einmal für wahrgenommen werden. Und dafür habe ich diese Sinne und diese Sinne weiß ich, wie sie mich täuschen. Und ja, es ist halt ein bisschen kompliziert. Und Ernst-Peter Fischer bringt das ein bisschen in einen größeren Zusammenhang. Und das passt natürlich wiederum sehr gut zu meinen Arbeitsthesen, wo ich dran bin, im Anschluss an Dirk Becker und jener im Anschluss an Kapitel 2 fortfolgende von Die Gesellschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann. Also Ernst-Peter Fischer macht eigentlich einen Zugang über diese kopernikanische Konsequenz, dass er sagt, da kommt plötzlich ein Gedanke in eine Gesellschaft hinein, Und dann stellt sich alles um. Und genau daran arbeite ich mit dem, was ich da Medienwechsel nenne oder Kulturwechsel, wo ich wie sage, es gibt Momente, wo neue Überlegungen dominant werden, die jedes Kind versteht. Deshalb muss es eine ganz einfache Überlegung sein. Und wenn die verstanden ist, dann... Es ist wie wenn du im Paradies von einem Apfel isst und dann bist du draußen. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Und ich meine, das erleben wir aktuell, wie all dieses Gebrabbel von Neuzeit, Aufklärung, Moderne
Humanismus, Menschenrechte. Mein Gott, das ist vor 100 Jahren, haben wir im deutschsprachigen Raum ja das alles durchgenuckelt und gesehen. Es hält nichts. Kein Gedanke hält nichts. Und die Physik, Hans-Peter Fischer, ist natürlich Physiker etc., also Naturwissenschaften, nicht Geisteswissenschaft. Das war vor 20 Jahren noch ein Riesenthema, dieser Unterschied. Es waren dann die Physiker, welche mit der Spaltung der Atome gezeigt haben, was diese Wissenschaft kann. Und heute sind es die Biologen, die das menschliche Genom auseinandergenommen haben und jetzt natürlich Return on Investment haben wollen. Und, kein Gedanke hält. Keiner. Aber es kommen andere Gedanken auf und um die geht es. Und daran arbeite ich, diese Sammlung von Kulturelementen. Was sind, können wir diese Elemente einer nächsten Kulturform Kapitel 3, Ernst-Peter Fischer, die andere Bildung, es ist Minute 6 und es geht los. Es kommt ein längeres Zitat. Es gibt in Europa keinen bestimmten Ort, an dem jene komplexe historische Realität entstammt, die wir heute als moderne Wissenschaft bezeichnen. Europa selbst ist dieser Ort. Rufen wir uns ruhig eine allgemein bekannte Tatsache in Erinnerung. Kopernikus war Pole, Bacon, Harvey, Newton, Engländer, Descartes, Fermat, Pascal, Franzosen, Tichy, Däne, Paracelsus, Kepler, Leibniz, Deutsche, Huygens, Holländer, Galilei, Torricelli, Malpighi, Italiener. Alle diese Persönlichkeiten trugen dazu bei, eine Welt der Ideen zu schaffen, in der es keine Grenzen gab. Eine Gelehrtenrepublik, die sich nun mühsam einen eigenen Raum schuf, inmitten politisch-sozialer Gegebenheiten, die immer schwierig, oft dramatisch, zuweilen tragisch waren. Mit dieser Beobachtung leitet der italienische Wissenschaftshistoriker Paolo Rossi seine Beschreibung einer der aufregendsten Epochen der europäischen Geschichte ein, in der die moderne Wissenschaft entstand und die wir heute die wissenschaftliche Revolution nennen. Sie beginnt sich kurz nach der Renaissance im 16. Jahrhundert zu regen. Als Repräsentant dieser Phase kann Nikolaus Kopernikus genannt werden. Und sie vollzieht ihre entscheidende Wendung mit dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Als Repräsentanten dieser Zeit seien Johannes Kepler und Galileo Galilei angeführt. Während die Politiker, Militärs und andere wissenschaftlich ungebildete Menschen mit brutalen Religionskriegen beschäftigt waren, und Länder und Städte verwüsteten, wandelten sich das Denken in Europa grundlegend und der Kontinent schlug einen Weg ein, der in den kommenden Jahrhunderten den Wohlstand hervorbringen sollte, den alle schätzen, die in den westlichen Breiten leben. Niemand kann im Detail sagen, aus welchen Quellen dieses neue Denken entsprungen ist, dessen Erfinder und Begründer leider nur wenig bekannt und kaum im Bewusstsein der Öffentlichkeit sind. Die Grundzüge der neuen Zugangsweise zur Welt lassen sich dabei in aller Kürze so beschreiben. Während die Menschen in Europa vor der wissenschaftlichen Revolution versuchten, Gewissheit durch Glauben zu erlangen, probierten sie es nun durch selbstständiges Denken und systematische Versuche. Während sie vor Wert auf Traditionen legten und darin ihr Wissen suchten, stieg nun der Wert der Erfahrung, die man selbst gemacht hatte. Während sich die Gelehrten vor dem 17. Jahrhundert bemühten, möglichst umfassende Einsichten aus vorgegebenen, vermeintlich ewigen Prinzipien abzuleiten, das heißt auf deduktive Weise zu Wissen zu kommen, lernten sie nun in die andere Richtung zu denken und induktive Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. So, also ich meine, das Framing hört man hier eben, diese Männergeschichten, also dieses Erzählen von Geschichten. Ernst-Peter Fischer wäre dann auch jener, welcher bestätigen würde, dass am Ende William James die Idee der Komplementarität hatte und nicht die Physiker. Er als Physiker. Und hier würden wir es ja schon fast sehen, also vorher glauben, jetzt wissen, vorher Erfahrung aus Tradition, jetzt auf Erfahrung und so weiter. Also man könnte ja sehr einfach sehen, diese Komplementarität, die anliegt und auf die wir heute nicht mehr verzichten wollen, etc. etc. Also gut, aber lassen wir das. Ich will ja schnell weiterkommen zu Kopernikus.
und zu dieser kopernikanischen Konsequenz, wie Ernst-Peter Fischer es haben will, was ich sehr produktiv finde. Es galt die schwierige Frage zu beantworten, wie aus der singulären Beobachtung und einzelnen Messungen, die man im Rahmen eines Experimentes machte, der allgemeingültige Schluss auf alle Erscheinungen gezogen werden konnte, für die man sich interessierte. Woher weiß ich, dass die Samenflüssigkeit von Männern farblos ist, wenn ich nur meine eigene kenne? Woher weiß ich, auf welcher Bahn sich ein massiver Körper im Allgemeinen bewegt, wenn ich nur die eine Kugel habe, die ich selbst abgeschossen habe und deren gekrümmten Weg ich nach ihrem Abschuss verfolgen und aufzeichnen kann? Ey, was sind das für Bilder? Okay, Entschuldigung. Dritte Frage noch. Woher weiß ich, wie sich Licht an Grenzflächen verhält, wenn ich nur das Sonnenlicht sehe, das gerade vor mir in das Wasser eindringt und meine Beine geknickt erscheinen lässt? Nach wie vor zählt der umfassende Wandel, den die Menschen in Europa mit der neuen Wissenschaft im 17. Jahrhundert vollziehen und ohne den unsere Gegenwart vollkommen anders aussähe, zu den erstaunlichsten Ereignissen unserer Geschichte. Die angelsächsische Welt hatte dafür seit einigen Jahrzehnten den Begriff der wissenschaftlichen Revolution mit großem W geprägt. Seither durchzieht die Idee des Neuen die europäische Geschichte und prägt unsere Kultur. Der Begriff Novus ist ein Zitat. Der Begriff Novus erscheint in nahezu obsessiver Weise in den Titeln von hunderten wissenschaftlichen Büchern, die im 17. Jahrhundert gedruckt wurden, schreibt Rossi. Ihren Autoren einte ein starkes Band, das Bewusstsein, dass durch ihr Werk etwas Neues entstehe. Dann kommen Beispiele, dann kommt ein sehr schöner Überblick von Männernamen und was die geleistet haben. Das Neue war damals wirklich ein neues Konzept, das bei Francis Bacon wohl seinen deutlichsten Ausdruck findet. Er gibt seinem späteren Werk den Titel Neu-Atlantis und will damit an das alte Atlantis erinnern, von dem bei den Griechen, allen voran bei Platon, die Rede war. Mit seinem Titel will Bacon außerdem auf eine neue Blickrichtung hinweisen. Während seine Vorgänger von den antiken Autoren bis zu den Vertretern der Renaissance den Zustand des Glücks, das goldene Zeitalter der Menschen, in der Vergangenheit suchten und ihren Blick nach hinten richteten, drehte Bacon den Spieß um und empfiehlt seinen Mitbürgern, nach vorne zu schauen. So banal und vertraut dieser Satz heute klingt, so revolutionär war er für die Zeitgenossen Bacons, der so laut wie möglich verkündete, dass Fortschritte möglich sind, dass die Menschen noch im Verlauf ihres Erdendaseins ihre Lebensbedingungen verbessern können, und zwar dadurch, dass sie sich der Wissenschaft und ihren Methoden zuwenden und sie einsetzen. Also diese Blickrichtung finde ich ganz interessant. Vor allem auch, weil wir heute ja über Big Data unglaublich viel Wissen aus der Zukunft bekommen. Allein, ich kann jetzt auch hier wieder beim eigenen Körper beginnen, weil ich halt eben Blutdruck, Blutzucker und Zeugs messen kann und von daher die Prognosen aus der Zukunft sehr deutlich zurückkommen. Okay. Also diese Umdrehung der Spitze, auch hier hätten wir wieder die Idee der Komplementarität. Zurückschauen und nach vorne schauen. Und dann hätten wir da noch andere Himmelsrichtungen und alle. Das mache ich aber drüben beim Karl Auer Verlag unter Kulturwechsel. Damit dies gelingt, muss man natürlich wissen, wie die Natur funktioniert und auch bereit sein, sich diesen Einsichten gemäß zu verhalten. Es ist sinnlos, gegen die Natur zu sein. Man kann jedoch gegen die Natur kämpfen. Dieses Funktionieren finde ich ganz spannend, weil eines der Bilder, das ich dann immer wieder zeige, ist diese mechanische Ente. Jedes Kind wusste noch, dass, was eine Ente ist und was passiert, wenn man eine Ente köpft und so, dass da Blut fließt und dass die Ente noch ohne Kopf rumrennt und alles so. Also jedes Kind wusste das. Aber es kam dann ein Bild auf die mechanische Ente und damit also wie die Idee, stell dir mal vor, wenn wir das uns alles denken würden wie Maschinen.
ein Geklapper, was Dinge zerkleinern kann. Dann kommt eine Wurst, die das alles nach unten pumpt. Dann, tu mal so. Ja, und bald sind dann eben die Flugzeuge gekommen, die immer steifer wurden, aber so ja. Ganz einfache Ideen. Aber wenn sie einmal drin sind, auf dieser Basis entsteht der zentrale dialektische Gedanke Bacons. Ich kann mir die Natur unterwerfen, wenn ich mich zuvor der Natur unterwerfe. Ich kann die Natur nutzen, wenn ich ihre Gesetze kenne. Wissen gibt mir Macht. Wissen ist Macht. Francis Bacon, 1561 bis 1626. Der aufregende neue Gedanke, der damit in die Welt kommt und uns bis heute an- und umtreibt, lässt sich wie folgt ausdrücken. Verbesserungen der Lebensbedingungen sind durch Erforschung der Natur möglich, und zwar noch im Laufe eines individuellen Lebens und nicht erst nach dessen Ende. Diese Tätigkeit kann derjenige am besten durchführen, der sich der Natur unterwirft. Das lateinische Wort für diesen Vorgang heißt subicere, was erkennen lässt, was wirklich damals wichtig war. Der Mensch tritt jetzt auf der Natur aus, er tritt ihr von nun an als Subjekt entgegen. Die Natur selbst steht ihm, mir und uns gegenüber. Sie wird im wörtlichen Sinne für die Menschen zum Gegenstand, zum Objekt. Subicere, ich weiß es nicht, kann nicht sein. Früh ausgestiegen im Lateinunterricht. Aber dieses Subjekt-Objekt, also dieses Anerkennen, hätten wir auch das Individuum, das Anerkennen, ich. Ich mit meinem Körper, ich bin Aussagen, Urheber, ich nehme für wahr. Und wenn es für mich nicht stimmt, Subjekt-Objekt. Das ist dann, was ich da in der anderen Liste, habe ich auch gerade im Blog nochmal abgetippt, muss ich vielleicht noch einmal verlinken, was Niklas Luhmann in eine Liste, auch in Gesellschaft der Gesellschaft, in nicht so wie wir es dann gemacht haben, 2010, die Liste der gelöschten Unterscheidung. Aber bei Niklas Luhmann ist das dann eines der ganz, ganz wichtigen Unterscheidungen, die er findet, müssten wir ganz dringend löschen. Subjekt, Objekt, das ist nicht mehr satisfaktionsfähig. So, aber das ist dieser Moment, wo diese Trennung Subjekt, Objekt, ich bin Subjekt und ich habe Objekte vor mir und ich beobachte die, beschreibe die, nehme die für wahr. Ich weiß, welche Probleme da entstehen, aber wenn ich mich da unterwerfen, kann ich mich dem nutzen. So, also sehr schön formuliert. So, und jetzt kommt der Zwischentitel, Seite 53, die kopernikanischen Wenden. Das Subjekt und das Objekt, die Idee des Objektiven und des Subjektiven, sie wurden mit der europäischen Wissenschaft geboren und da sie nicht gestorben sind, machen sie uns doch heute Schwierigkeiten. Sie gilt es zu verstehen, wobei das Überraschende darin liegt, dass die eigentliche Trennung zwischen den beiden Bereichen, die Bacon aus praktischen Gründen mit dem dialektischen Raffinement vorschlägt, und die seine Mitwelt begeistert und in nützlicher Erwartung vollzieht, schon früher in einem anderen Zusammenhang aufgetreten ist. Gemeint ist eine Konsequenz aus der wissenschaftlichen Tätigkeit, der ein polnischer Domherr mit Namen Nikolaus Kopernikus nachging. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Domherrenstelle, die Kopernikus 1510 durch Vermittlung eines Onkels in Frauenburg, Ermland, antreten konnte, brachte fast keine geistlichen Aufgaben mit sich. Kopernikus war mehr mit juristischen, politischen und medizinischen Aufgaben beschäftigt. Doch sie ließen ihm Zeit für astronomische Beobachtungen. Kopernikus nimmt dabei gewissermaßen die Lebensführung von Einstein vorweg, der ab 1900 als Angestellter am Patentamt in Bern einen ruhigen Job hatte, der ihm ausreichend Zeit für das Nachdenken über wissenschaftliche Fragen ließ.
Ein paar Jahre nach Amtsantritt stellt Kopernikus seine Ideen über die Himmelsbewegung der Planeten und Sterne in einer kurzen Abhandlung, einem Commentariolus, zusammen mit insgesamt 7 Hauptpunkten. Uns interessieren nur 2 davon, die sich in Kürze wie folgt formulieren lassen. Erstens dreht sich nicht die Sonne um die Erde, sondern die Erde um die Sonne. Und zweitens drehen sich nicht die Sterne um die Erde, sondern die Erde um sich selbst. So schlicht diese Aussagen auf den ersten Blick scheinen, so ungeheuer folgenreich sind sie gewesen. Bevor dies im Detail erläutert wird, gilt es zur Kenntnis zu nehmen, dass es für die Ansicht des Kopernikus zwar viele menschliche Motive und sogar technische Gründe, wie die mangelhaften Vorhersagen von Mondfinsternissen gab, dass sie ihm aber selbst der geringste wissenschaftliche Beweis für seine Erkenntnisse fehlte. Darauf musste man noch mehr als 300 Jahre warten. Es ist weiter wichtig, sich klarzumachen, dass Kopernikus die Sonne mehr aus ästhetischen und weniger aus theoretisch-physikalischen Gründen in die Mitte der Welt setzen wollte. Und es ist zwar richtig, dass er im Titel schon 1543 erschienenen Hauptwerks von Revolutionen spricht, doch hatte er dabei nicht die Bedeutung im Sinn, die der moderne und meist mit politischem Anstrich versehen Gebrauch des Wortes bei uns auslöst. Unter einer Revolution verstand Kopernikus schlicht und einfach eine Umdrehung bzw. eine Umwälzung am Himmel. Wobei es in seinem Verständnis nicht die Planeten oder Sterne waren, die sich drehten bzw. wälzten. Das konnten sie allein deshalb nicht, weil eine Ursache dafür weder bekannt noch vorstellbar war. Die Ursache der Himmelsbewegung hat erst Newton nach Vorarbeiten und Vorschlägen von Kepler verstanden. Und die beiden Herren waren noch gar nicht geboren, als Kopernikus die Sonne in das Zentrum der Welt rückte, weil es ihm so besser gefiel und weil sich die beobachtbaren Bewegungen am Himmel damit besser beschreiben ließen. Kopernikus wich dabei nicht von den uralten Vorstellungen ab, denen zufolge alle Bewegungen um die Sonne durch sogenannte Sphären zustande kamen. Die Sphären drehten sich und nahmen dabei die Planeten mit, die zu ihnen gehörten und von ihnen gehalten wurden. Wow, das ist ja wirklich wunderschön, gut, dass ich das wieder einmal lese. Jetzt muss ich mal auf die Zeit schauen. Ich muss aufhören. So, also bis hierhin habe ich gelesen, Seite 55. Komm, ich mache den noch schnell, Seite 58, die kopernikanische Konsequenz. Damit ist die entscheidende und bis heute unverdaute Konsequenz des kopernikanischen Weltbilds bekannt und ich halte sie für so wichtig, dass ich wünsche, der Ausdruck kopernikanische Konsequenz käme dafür in Gebrauch und würde die wesentlichen ungenauen und nahezu nichtssagenden Ausdrücke ablösen, die als kopernikanische Wende oder kopernikanische Revolution sowohl in der Literatur als auch im allgemeinen Sprachgebrauch umhergeistern. Beide Konstruktionen scheinen zwar dasselbe zu meinen, nämlich die Verdrängung des Menschen aus der Mitte der Welt und die Verlegung des Ortes im Kosmos aus dem Zentrum in eine Umlaufbahn, dennoch erfassen beide etwas, das seinerzeit nur wenige Menschen bewegt hat und noch heute kaum jemand erreicht. Mir scheint, dass kopernikanische Wende bzw. die kopernikanische Revolution leere Begriffe ohne jede Anschauung geworden sind, wobei das Vertragte eben darin liegt, dass die Naturforschung seit den Tagen des Kopernikus die sinnlich zugängliche Welt aus den Augen verloren hat. Offenbar muss sich der rational vorgehende Physiker, der die Welt richtig beschreiben will, den sinnlichen Zugang zur Welt untersagen, um eine stimmige Weltbeschreibung zu erhalten. Sie ist dann aber wortwörtlich verstanden, nicht mehr sinnvoll. Und dies ist ein wesentlicher Aspekt der kopernikanischen Konsequenz. Die sinnliche Wahrnehmung ist nicht mehr sinnvoll. Sie wirkt im Verborgenen viel stärker als die gewöhnliche im Rampenlicht stehende Verdrängung der Menschen aus dem Rampenlicht.
Doch stimmt das überhaupt? Verlor der Mensch seine privilegierte Stellung? Hat der Urheber der kopernikanischen Wende, der eine äußere kosmologische Sichtweise in einen inneren philosophischen Gedanken verwandeln wollen, das Bild vor Augen gehabt, mit dem uns der spätere wissenschaftliche Entdecker des Unbewussten Angst einjagen will, Freud? Die Antwort lautet nein. Der Erfinder der kopernikanischen Wende wollte nämlich genau das Gegenteil. Sein Name ist Immanuel Kant und er hat mehr als 200 Jahre nach Kopernikus und mehr als 200 Jahre vor Freud einen nachhaltigen Standortwechsel in der Philosophie vorgeschlagen und sich um Fragen der Erkenntnis bemüht. Er brachte in seiner Kritik der reinen Vernunft mit der alten Vorstellung, er brach in seiner Kritik der reinen Vernunft mit der alten Vorstellung, dass sich unsere Erkenntnis nach den Gegenständen richtet. Und er probierte es stattdessen mit der Idee, dass sich umgekehrt die Gegenstände nach dem Menschen Erkenntnisvermögen richten. Es stimmt nicht, so stellte er fest, dass wir die Gesetze aus der Natur gewinnen. Es ist genau umgekehrt. Wir schreiben der Natur die Gesetze vor und Kant illustriert dies wahrlich revolutionären Gedanken am Kopernikus. Er schreibt 1787 in der zweiten Auflage der Kritik. Es ist hiermit ebenso als mit den ersten Gedanken des Kopernikus bewandt, der, nachdem es mit der Erklärung der Himmelsbewegung nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer, versuchte, ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er die Zuschauer sich drehen und dagegen die Sterne in Ruhe ließe. In der Metaphysik kann man nun, was die Anschauung der Gegenstände betrifft, es auf ähnliche Weise versuchen. Mit anderen Worten, die kopernikanische Wende hat nichts mit der Frage zu tun, ob die Sonne oder die Erde und mit ihr der Mensch im Zentrum des überschaubaren Universums steht. Sie hat vielmehr mit der anderen Bewegung der Erde zu tun, die Kopernikus einführt, also der Drehung unserer Planeten um sich selbst. Dies aber heißt, dass es im Verständnis von Kant Kopernikus den Mensch gerade nicht aus der Mitte geholt, sondern im Gegenteil gerade dorthin gestellt hat. Und zwar deshalb, weil es ihm so gefiel. Alles andere ergäbe auch im Hinblick auf die nachfolgenden Geschichten keinen Sinn. Wie sollte denn bei Bacon seinen Zeitgenossen der Mensch den Mut finden, als stolzes Subjekt einer objektiven Natur entgegenzutreten, die er für sich nutzen will, wenn er vorher durch seinesgleichen erniedrigt und beleidigt worden wäre? Wie sollten Menschen plötzlich aus sich heraus den Mut finden, den Naturgesetzen zu suchen, wenn sie nicht schon lange mit dem Gefühl lebten, sie bei sich und in sich finden zu können? So, ich muss los. Aber da bleibe ich dran. Vor allem in diesem Text Konstruktivismus, den ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Jetzt kopiere ich hier noch ganz schnell den anderen Eintrag rein. Die Liste der gelöschten Unterscheidungen nach Niklas Luhmann. Im Namen des Herrn, der Wut oder des Heiligen Zorns geht hin.